Ja moin, hey und ganz herzlich willkommen zurück in den Living Legends. Wir haben uns hier noch nicht ordentlich umgesehen, ne? Lass mal gucken. Was haben wir denn noch? Da haben wir noch eine Feder, ein Schreibgerät, eine Münze. Wir klauen erstmal die Kohle weg hier. Und den Code, den kenne ich leider noch nicht. Werden wir schon mal herausfinden. Komme ich da auch dran? Ich komme und guck mal, das sieht doch verdächtig aus. Oh, das, ja, schon ist. Ist das alles zugemüllt? Ich muss diese Spinnenweben loswerden. Ja, okay. Ist gut. Und da, was ist das? Das Emblem fehlt. Nichts von dem, was wir haben, ne? Zwei Embleme, wenn ich das so richtig sehe. Okay, ja, ist gut. Na gut, okay. Ja, okay, wir haben erstmal. Ja, wir haben erstmal zu tun. So, also. Mit der Spitzhacke komme ich vielleicht an das ran, was. Nein, komme ich nicht. Gut, dann nicht. Mit der Spitzhacke könnten. Ne, da brauche ich den Schlüssel. Aber was wir machen können, ist das hier unten. So. Da war was drin? Ein leeres Feuerzeug. Toll. Tada! Ein volles Feuerzeug. Okay. Puh, damit könnte ich das Eis schmelzen. Dauert das nicht zu lange? Irgendwas ist komisch hier. Das dauert gar nicht lange. Ich nehme das mal mit. Entschuldigung, dass ich dir dein Dings klaue. Holzkugel. Ah! Okay, irgendwas ist komisch. Es hakt. Ich rendere nebenbei Videos. Also, mag sein, dass das. Hüstel? Das ist nicht dafür gedacht. Bist du sicher? Platz für den Flammentrank. Brauchst du Öl dazu? Nee, was brauchst du denn dazu? Ich gehe mal zurück, mal gucken, was passiert. Es ist jetzt merkwürdig hier. Da kommen wir nicht mehr ran. Da kommen wir auch nicht mehr ran. Hier ebenfalls nicht. Da brauche ich nicht hin. Da komme ich nicht mehr You rein. should hurry. She doesn't have much time. Ja. Ja. Nur kein Stress. Nur kein Druck hier. Also, da ist nichts mehr. Gut, hier sind wir offensichtlich fertig. Tja, was jetzt? Richard möchte, dass ich die Feuermaschine repariere. Coole Idee. Gib mir mal den Schlüssel. Oder kann ich das aufbrechen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Und warum gehörst du eigentlich nicht hier rein? Keine Ahnung. Also muss ich wohl doch hier weitermachen. Was mache ich denn hier weiter? Es werde Feuer. Kann ich die Spinnenbeben abfackeln? Das geht tatsächlich. Oh Mann. Okay, meins. Ein Trank. Ja, herrlich. Danke für die Erklärung. Gut. Also, der Trank nehme ich mal an, gehört hier hinein. Cool. Jetzt das Rohr da dran. Jetzt funktioniert's. Okay. Klar. Aha. Sicher. Okay, Feuerbomben. Klicke auf die Dreiecke, um die Feuerbomben zu bewegen. Platziere die Bomben wie auf dem Hinweis angegeben. Also, du möchtest nach unten. So, dann grün und hier auch grün. So, ne? Oh, Deckung. Das war erstaunlich unspektakulär. Nun gut, also, hier kommt grün hin. Hier hättest du auch gern. Nee, da kommt erstmal grün hin. So, und der letzte grüne, den muss ich jetzt ganz nach oben transportieren. Na gut. So, da grün. Dann in der Mitte die gelben. Und. Oh, okay, in der Mitte die gelben, meinetwegen. So, und so, und so, und so. Kavumm. Das war auch gut. You did it! Now I can continue my work. Go to the stained glass house. A man lives there that can help you. Good luck. Dankeschön. Dir auch. Good luck und weiß nicht, was sagt man unter Architekten? Für die? Keine Ahnung. Finde den Mann aus dem Buntglashaus. Natürlich, sehr gerne. Okay. Hier. Klar, der unter dem Schnee ist etwas verborgen. Das kann ja hier mal passieren. Willkommen in Wishville. Es ist noch ganz neu. Gut. So. Nicht Fummel, Fummel. Nein.
Den nehme ich mit. Jetzt Fummel, Fummel. Aus irgendeinem Grund. Ach, da oben. Ich brauche eine Münze. Natürlich. Mhm. Und da ist... Ah, Teil des Emblems. Ja, sehr gut. Okay, hier sind erstaunlich wenige Menschen unterwegs. Noch ein Teil des Emblems. Und hier fehlt ein Hebel. Hm. Wo sind die ganzen Leute? Öffne die Spangen vom Fass. Einige Spangen können andere beeinflussen. Das tun sie in der Tat. Okay, nee. So. Oh nein, das Fass ist zu tief. Vielleicht könnte mir etwas Wasser helfen. Oder du kippst den einfach um. Wie wäre das denn? Hm? Ist nur so ein Gedanke. Da ist Wasser. Aber das Wasser wird durch einige Steine blockiert. Natürlich. Kann ich da noch rumtickern? Ich kann. Sehr gut. Und schon wird hier alles vereist. Das ist bestimmt total hilfreich. Was haben wir hier? Hm, da fehlen einige Tiere. Hier fehlt doch was? Und da kommen wir noch nicht rein. Na gut. Also schön. Ich gehe erstmal zurück also hierhin. Und da wird auch schon wieder gewimmelt. Aber erstmal kommt ihr beide hier rein. Platziere die Teile so, dass sie ein Kristall im Zentrum bilden. Wähle ein Teil aus und wähle dann die Richtung, in die du es verschieben möchtest. Das geht vermutlich so weit bis... Ja, okay, alles klar. Gut, also dann würde ich mal starten mit dem hier. Nach unten kann... Sollte ich schon weitermachen? Vermutlich nicht. So. Nee, eigentlich lasse ich den mal da und bringe den hier hin. Dann brauchen wir diese beiden nämlich nur noch darüber schieben. So, der kommt dahin und so dort. Das ist aber keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Aber es könnte eine gute Idee werden, wenn ich den nochmal zurückschiebe. Den kann ich jetzt dahin bringen. Ist das ein Plan? Ich weiß es noch nicht. Es ist kein Plan, ne? Ist das ein Plan? Ich weiß ja nicht. So. Nee, das bringt irgendwie nicht richtig viel, ne? Nee, das bringt noch nicht wirklich viel. Also, wenn ich den hier, wenn ich den dahin bringe, dann ist er zwar ein Stopp, aber der stoppt hier oben zu früh. Hm. Ich könnte die schon mal einen aufrutschen lassen. Aber bringt das was? Hm. Das bringt etwas insofern, als dass ich den dahin... Ja, doch, 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 doch. Alles gut. Ja. Okay, und dann so. Ja, okay. Alles klar. Juhu! Juhu! Es wird immer mehr Juhu. Du kommst dahin. Cool. Ich weiß zwar nicht, wie du daran befestigt worden bist, weil das... Egal. So, Bimmeln. Waagschalen. Die habe ich gesehen. Frosch, Kamm, Eichel, Platte, Apfel. Aha, klar. Froggy? Warte mal, Froggy war doch... War der nicht hier? Nee, scheinbar nicht. Okay, irgendwas kommt da noch rein. Kein Schlüssel. Das ist ja merkwürdig. Schlüssel. Noch ein Schlüssel? Noch ein Schlüssel. Da ist noch ein Schlüssel. Und die 23 sollen wir auch finden, habe ich gesehen. Da ist noch ein Schlüssel. Er leuchtet schon so komisch. Froschkamm, Eichel. Froschkamm, ich weiß, da ist auch noch was, aber ich würde gerne den Rest erstmal finden. Eichel. Und da ist Froggy. Und das ist der Kamm. Und die Platte. Nee, die Servierplatte. Ein Krug. Und jetzt komme ich auch hier hin. So, und der Korb. Und da haben wir auch noch was drin. Cool. Sehr gut. Gefunden. Krug. Das ist gerade sehr, sehr nützlich. Den habe ich immer noch nicht entdeckt, ne? Nein. Was kann ich denn mit dem Nagel machen? Hm, weiß ich nicht. Aber wir holen erstmal Wasser. So, sehr gut. Und mit dem Wasser kann ich da schon direkt rüberspülen? Nee, ich muss es erst erhitzen, ne? Schäferin. Da waren doch, ne, da waren Tiere drin, aber keine, ja, keine sowas. Kann ich das Wasser, Moment, das Wasser kommt hier hin. Okay, dann habe ich den schon mal und kann das Holzwunder hier öffnen.
Nein, nein, ja, nein, nein, ja, nein, ja und ja. Okay. Ah, der Code. Was bist du denn? Eine Haarklammer. Na schön. Also du dorthin und hier der Code dran und dann das mal eben eingestellt. Jupp. Okay. Und P. P. Da drin ist. Was? Oh. Oho. Ein Truhenschlüssel und Truhenschlüssel. Ja. Hier. Gotcha. So, was nehmen wir mit? Den Bleistift und eine Kurbel. Cool. Hier sind wir damit durch. Okay. Die Kurbel, ist das zufällig diese hier? Sie ist. Das ist aber ein sehr fancy Zaun. Okay. Bleistift und Metallbarren. Muss ich die noch irgendwo schmelzen? Hier kann ich nichts machen, da oben komme ich nicht rein. Gehen wir mal weiter. Hallo? Na? Good day, sir. I'm Tom, the mayor of this town. Moin. I'm sorry to hear about your beloved. I think I can help you. Jetzt ist sie nur noch meine Geliebte. There's a legend about a magical well in an old castle nearby. They say, one sip from it can make your wish come true. Zu diesem Zeitpunkt scheint er noch nicht über seine Fähigkeiten zu verfügen. I can't go with you because of the roses in the castle. Let's just say, we don't get along well. I'll help you open a secret passage to the castle. In the house, you'll find all you need to open the secret passage on the town square. Okay. Ja, wir wissen ja schon, dass wir ihm nicht trauen können, ne? Dennoch, nun ja. Das nehme ich mit. Damit kann ich auch direkt mal zurückgehen und hier rumfummeln. Sehr gut. Ah, ich wünschte, ich wüsste die richtige Kombination. Naja, hat uns nicht weit gebracht, ne? Und hier braucht es noch mal einen Schlüssel, natürlich. Was haben wir denn hier? 5 Tarotkarten. Oh, da ist ja ein Bildnis von ihm. Na, sowas. Aber das befinden wir noch nicht jetzt. 5 Tarotkarten, Traumfänger, Handschuhe und Hammer. Hammer. Okay, Glue. Hier? Nee, wo möchtest du, dass ich Spindelkatze? Die Katze ist im Eis eingefroren. Okay, die Spindel ist kaputt. Jetzt ist sie nicht mehr kaputt. Cool. Okay, warte. Traumfänger, Handschuhe. Traumfänger, Handschuhe und die Tarotkarten natürlich. Traumfänger, Handschuhe. Das ist das eine? Es ist. Traumfänger, Handschuhe und eine Flasche. Traumfänger, Handschuhe, irgendwas. Ach so, das war das mit der Katze richtig. Traumfänger. Ist das noch eine Karte? Genau. Der Hangman. Noch einer. Da kann. Nee, das kann ich leider nicht verwenden, um die Katze frei zu. Stöpseln. Handschuhe, Flasche, Würfel, Kamm und Puppe. Brauchen wir auch einen Kamm? Wir brauchen noch einen Kamm. Gut. Ah, so geht das. Okay. Würfel. Die Flasche habe ich. Zählt das als Flasche? Tut es nicht. Das zählt als Flasche. Eimer und Apfel. Eimer. Jetzt gib mir den Eimer. Oh, Handschuh brauche ich noch. Ei. Ja, die habe ich noch nicht gesehen. Nö. Ah, hier. Gut. Haben wir. Juhu, ein Hammer. Mensch. Alles klar. Die Brücke ist kaputt. Da kommen wir nicht dran. Was ist das denn hier? Oh nein. Ein Nagel wäre nicht schlecht. Okay, ein Hammer wäre nicht schlecht. Okay, wir haben es eigentlich nur weiter kaputt gemacht, ne? Na gut. Eine Figur. Ah ja, ich brauche einen sehr speziellen Schlüssel oder eine Klammer. Nein, das funktioniert nicht. Dahinter sehe ich schon, da kommen die Figuren dran, aber ja, hilft uns jetzt in diesem Augenblick nicht weiter. Kann ich denn hier mit rumfummeln? Nee, kann ich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Da haben wir noch nichts gefunden. Das wissen wir noch nicht. Ja, Kabums, ich mach's einfach kaputt. Geht noch nicht. Was? Was? Ich dachte, hier wären wir fertig.
Hier sind wir doch fertig, oder? Ich denke schon. Hier sind wir definitiv fertig. Ja, okay. Gut, also, was wir zu finden... Was wir benötigen, finden wir hier. In diesem und dem vorherigen Bild. Da ist noch was. Ah! Entschuldigung. Entschuldigung, das ist mir sehr unangenehm. Nicht? Ist wohl dieser Schlüssel. Es ist dieser Schlüssel. So, da kommen die beiden Damen hinein. Okay, und jetzt brauchen wir die nur noch... cool. Okay. Ey! Die bewegen... hallo? Ey! Alter! Das ist frickelig. So. Gut. Hier. Du, da und... Mach doch sowas nicht. Das ist ja... Das ist ja mega. Okay. Das ist ja der absolute Hammer. Wie mache ich das jetzt? Oh nein, das war nicht gut. Oh nein. Jetzt? Oh, jetzt ist der Unterschenkel wieder nicht richtig. Okay, das war reiner Zufall. Das war reiner Zufall. Gut, was haben wir hier? Das nehme ich nicht mit, scheinbar. Da ist... Oh, guten Tag. Die Haare sind im Weg. Ach, es ist eine Holzpuppe. Ah, ihr fehlen die Augen. Wer hat hier denn die Augen herausgenommen? Da komme ich nur wieder dort. Hier haben wir eine Menge Bücher. Und da ist ja was etwa unter dem Teppich. Nein, kannst du nicht den Teppich einfach beiseite rollen? Kann ich scheinbar nicht. Das nehme ich mit und das. Warum kann ich nicht den Teppich einfach beiseite rollen? Hier fehlt eine Gitarre oder Geige. Ich brauche Papier, um die Runen aufzuzeichnen. Ich habe kein Papier. Hier liegen so viele Bücher rum, aber ich habe kein Papier. Da kommt die eine Blume schon mal hinein. Die sieht ein bisschen... Sie sieht ein bisschen aus wie eine Eule, ne? Okay. So, nix. Sonst noch was? Nee. Warum kann ich hier nicht einfach eine Seite rausreißen? Okay. Das heißt, ich habe jetzt nur den Metallbarren zur Verfügung. Ach, da ist die Geige. Moment. So. Gut, Geige. Ich habe schon immer davon geträumt, glorreiche Dinge zu tun. Meine Familie war arm, genau wie mein Dorf. Also ging ich von zu Hause weg, als ich 18 wurde. R. Rumpelstilzchen, ne? Mein Weg hat nur ein Ziel, meine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bin es satt, schwächlich und arm zu sein. Ich werde alles daran setzen, um mich nie wieder so zu fühlen. Leider kann man Träume nicht kaufen. Oder stehlen. R. Okay, hier braucht es eine Harfe. Cool. So, aber wir können erstmal das hier abpausen. Sehr gut. Da steht irgendwas von zweitens. Gibt es da noch ein erstens? Ich befürchte es, ne? Und da wird nochmal gewimmelt. Cool. Staffelei, wie, Moment, Bild. Ja. Da wird das Bild nicht reingedingst. Der Rahmen ist ein trauriger Anblick. Hallo? Leichtes Hakeln. So und so und da ist auch noch eins. Ist ja nicht toll. Staffelei, Violine, Schloss und Phönix. Staffelei, Violine, irgendwas ist hier. Violine, Phönix. Du bist kein Phönix. Schloss ist hier oben. Staffelei ist eigentlich nicht so klein. Ja, sehe ich aber nicht. Das hier ist sie jedenfalls nicht. Nee, irgendwas ist noch mit dem Band. Oh, okay. Na gut. Ich sehe nichts davon. Staffelei Phönix. Blume, Schuh und Vase. Blume. Phönix. Aha, Vase. Okay. Pan und Hut.
Plan und Hut. Plan, dein Hut. So, was ist mit Staffelei gemeint? Ah, und den Schuh haben wir auch noch. Okay. Da ist der Schuh. Und die Staffelei. Es scheint was anderes damit gemeint zu sein, ne? Allein, ich weiß nicht, was gemeint ist. Staffelei, wenn sie das hier nicht ist. Also in eingeklappt. Was könnte sie dann sein? Ist das so ein Übersetzungsdings? Ich klicke einfach mal alles an. Mal gucken. Hallo, hallo. Jemand zu Hause? Hallo? Nee? Nein? Da! Ach Mann, dass ich immer wieder darauf reinfalle, ne? Diese Geschichte mit den, dass das irgendwo einfach nur als Schatten hinterlegt ist. Boah. Gut, also hier kommen wir ran. Zack, und jetzt weiß ich aber noch nicht, was damit zu tun ist. Da unten drunter. Okay, also du kommst dahin. Hier ist der Fisch, das ist richtig. Und ihr beide müsst auch noch die Plätze tauschen. Tada! Seit Anbeginn der Zeit wurde Garn von Magiern verwendet, um Artefakte zu erstellen, die einen die Richtung weisen sollen. Selbst in verzwickten Labyrinthen. Das ist korrekt. Okay, wir kennen das aus dem Minotaurus-Labyrinth. Okay. So, wo war das mit dem Code? Hier kommt auf jeden Fall schon mal die Katze hinein. Ach, hier ist das mit dem Code. Die 2 macht mich nervös. Gibt es noch eine 1? Ja, ich brauche noch den anderen Teil der Kombination. Cool. Dietrich. Oh, Moment. Komme ich mit dem Dietrich hier ran? Haha. Da ist der erste Teil. Aber erstmal geben wir ihr die Augen zurück. Das ist ja schon ein bisschen fies. Und dann... Ja, danke. Entschuldige, dass du so lange blind warst. Hier nichts mehr, ne? Der Vogel kommt dort hinein. So, da bekommen wir eben jenes Garn, das wir bestimmt hier finden sollten. Also, die erste Kombination ist der da, der Pfeil, der Haken. Ups, Verzeihung. Und das da. So, der zweite Teil ist das da, Z und das. Wollte er uns das nicht zeigen? Jetzt mussten wir es alles alleine rausfinden. Unglaublich, der Typ. Oh, hallo. Cool. So viel zum Thema, das ist hier eine arme Stadt und so, ne? Das Labyrinth. Ohne Hilfe werde ich es nicht betreten. Ich glaube zu wissen, wer mir hier helfen, was mir hier helfen kann. Okay. Ja. Okay, da soll ich lang gehen. Cool. Oh nein. Was soll ich tun? Ich probiere es aus. Das hier geht dahin. Du bist der, okay. Der hier geht dahin, gut. Der hier geht möglicherweise dahin. Okay, hat funktioniert. Ich probiere es wohl doch nicht aus, ne? So, und so. Krass, gut. Noch mehr? Noch mehr. Der mit dem. Der hier mit dem. Dieser hier mit dem. Der da kommt dorthin, du bist der da und ihr beide gehört zusammen. Okay. Wow. So viel zum Thema. Wow. So viel zum Thema, sie sind alle arm hier. Hallo. Da geht's irgendwo hin. Wir gucken uns erstmal um, ne? Dem fehlt ein wenig Dekoration. Da steckt doch auch noch irgendwas im Helm. Haben wir aber gerade nicht dabei. Da ist nichts, nichts, nichts. Was ist hier? 3 Schlüssel. Na gut, da oben geht es auch noch irgendwo hin und, oh, etwas ist auf dem Kronleuchter. Ich muss einen Hebel finden, der ihn hier runterzieht. Ja, okay. Gut, versuchen wir es mal erstmal hier. Oh, es ist schon schön hier, ne? Also ich meine, es ist Winter, aber es ist schon schön hier. Da, ein Pferd.
Ein Pferdi, da fehlt aber noch eins. Dich nehme ich auch mit. Eine Ranke. Ein Stock. Okay. So, hier das. Ah, es gibt ein bisschen mehr Geschichte. Ich habe verlassene Städte durchsucht. Ich habe antike Bücher gelesen, in der Hoffnung, Antworten zu finden. Ich sammelte alle möglichen Artefakte, doch mein Ziel scheint unerreichbar. Doch es ist nicht vorbei. Ich werde einem weiteren Gerücht nachgehen, dem Brunnen der Wünsche. Wo ich gerade diese blaue Rose sehe, was ist denn mit dem Alchemisten aus den ersten drei Teilen? Ich frage für einen Freund. So, das nehme ich mit. Den setze ich da schon mal hin. Okay, aber mehr können wir gerade nicht machen. Ich brauche etwas Eis, um das Metall abzukühlen. Was? Was? Okay, das funktioniert beides nicht. Cool. Was denn für Metall? Da oben, da ist auch noch was. Oh, hinter dem Stein ist doch etwas versteckt. Na, wollen wir mal sehen. Ein Schlüssel. Cool. Und unser Messer ist dabei leider kaputt gegangen. Naja. Okay, Schlüssel. Das dürfte einer von denen hier sein. Es ist einer von denen. Okay, aber halt eben nur einer. Ich könnte natürlich auch ganz locker diese Ketten hier abziehen, ne? Also, die Form des Violinkastens gibt es her. Aber, hey. Nun ja. Schön hier. Okay, so würde ich mich nicht einrichten wollen, aber trotzdem finde ich schon cool. So, was haben wir hier? Da fehlt ein Buch. Eines der Bücher fehlt. Da komme ich immer nur dorthin zurück. Ein Bärchi. Da ist eine Kerze dran. Okay, du hältst einen Fisch. Ein Teil der Uhr fehlt. Die Pfeile sind nur aufgezeichnet. Irgendwas stimmt nicht. So, da und da wird nochmal gewimmelt. Gut. Garnknäuel, sehe ich sofort. Handschuhe, Schriftrolle, rote Rose. So, Handschuhe, Schriftrolle, Wappen und Fächer. Wappen. Was machst du da? Du gehörst irgendwo, du gehörst da oben hin. Schriftrolle, Handschuhe, Handschuhfächer, Sonne und Vogel. Handschuh, Vogel. Sonne und Fächer. Sonne und Fächer. Hier. Federtasse und Bär. Federtasse und Bär. Tasse. Feder ist hier. Und noch das Bärchen. Ein Dackel, ein Stier, ein Froggy. Da ist der Bär. Gut. Tada, gefunden, rote Rose. Alles klar, wir können da draußen hingehen. Das nehme ich mal mit, Vorsichtshalber. Das offensichtlich nicht. Schaufel. Aha, ein Feuer. Stimmt, gut, dass du es herausgefunden hast. Ich brauche aber noch eine Form für den Metallbarren. Oh, warte mal, da war doch... Ist hier... Nee, das ist nichts, das gehört zur Deko. Hier war aber schon länger niemand mehr, ne? Oh, was ist das? Wie werde ich dieses Glas los? Katsching. Nein, Katsching auch nicht. Na gut, gehen wir erstmal an das... In den Garten und an das Schachspiel, genau. So, entfernen die Prinzfiguren, indem mit den Rosen über sie springt. Ein gepanzerter Prinz muss zweimal übersprungen werden. Nach dem Sprung gibt es einen weiteren Zug. Was? Okay. Also, eins, zwei. Ich würde dich da hinstellen und da hinstellen. So, und dich dahin. Wieso geht das jetzt nur so? Das war nicht gut, ne? Okay, verstanden. Gut, also. Ich würde trotzdem mit dir beginnen. Jetzt kann ich hier zurückziehen, aber dann ist der verloren. Ich kann den dahin ziehen und dahin ziehen. Und den... Ich mache jetzt mal mit dem weiter. Eins.
Nee, das bringt nichts, ne? Das ist falsch, glaube ich. Ja, das ist falsch. Ich kann da anspringen. Ja, aber jetzt komme ich da nicht weiter. Okay. Vielleicht fangen wir mit dem zuerst an. Dann würde ich den gern da hinstellen. Hier und dort. Warte mal, an dem Punkt war ich doch schon mal. Ja, nee. Nee. Hey! Okay, vielleicht sollte ich es anders machen. Den dahin. Dorthin zurück. Dahin und dahin. Und dann den dorthin. Dorthin. Ach, verdammt, ich hab den da nicht. Okay. Kriege ich das hin, wenn ich den. Was ist denn, wenn ich mit dem hier oben das Ganze veranstalte? So. Ne, hier muss ich aber mit dem weitergehen. Damit ich den da. Ah, da war nur noch einer übrig. Knifflig. Knifflig, knifflig, knifflig. Also. Den kann ich nur hier hinschieben. So. Dann könnte ich den aber auch darüber setzen. Ah, geht doch. Na also. So, also, den und den immer mit. Cool. Das goldene Spinnrad. Okay, eine Schaufel. Was war hier nochmal? Ich brauche etwas, um das Eis abzukühlen. Oh, Moment, halt. Ja, okay, ich habe etwas Eis. Gut. Wir schmieden, ne? Gut, dann kann ich zurückgehen. Und das war da oben. Hier die Form in das Feuer hinein. Du dazu. Jetzt brauche ich aber noch eine. Ja, viel zu heiß, um das mit bloßen Händen anzufassen. So geht das nicht, ne? Das geht. Aber ich brauche noch was. Ich brauche noch einen Toucher. Untoucher. Ach, hier wird erstmal nochmal gewimmelt. Okay. Tannenzapfen, Schmetterling, Perlenkette, Amethyst. Tannenzapfen, Schmetterling, Perlenkette, Schmetterling, Amethyst, Schwert, Orange. Orange habe ich doch schon gesehen. Da, Schwert, Amethyst, Tannenzapfen, Zange, Hund, Pfeife. Hund, Pfeife, die Zange, sehr gut. Käfer, Bild und Uhr. Das, das. Und Tannenzapfen und der Käfer. Tannenzapfen und der Käfer. Tannenzapfen und der Käfer. Und der Tannenzapfen befindet sich. Ich bin bestimmt schon dran vorbeigeschlittert, ne? Ha. Das ist kein Tannenzapfen. Gibt's doch nicht. Tannenzapfen, juhu! Wo bist du denn? Ist das wieder als Bild hinterlegt? Da sehe ich schon Korn. Da unten ist der Tannenzapfen. Okay. So, jawohl, gefunden. Zange. Damit kommen wir hier ran und pssst, und dann habe ich einen Schlüssel, der zufällig auch das richtige Muster hat. Ich kann hier noch was machen. Ein Feuer. Oh, Kerze. Brennende Kerze. Cool. Das haben wir noch nicht. Das. Nee, kommen wir noch nicht ran. Und da fehlt noch das Buch. Aber wir können schon mal den Schlüssel zurückgeben. So. Mhm. Du brauchst etwas anderes. Ja, dann weiß ich aber auch gerade nicht weiter. Gut. Ich mache mal eben Dinge
und hol noch was zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut! Thank you.